begrüße alle recht herzlich zu unserem heutigen Interviewtisch. Wir haben jemanden gewinnen können, der am besten sich jetzt mal selber vorstellt. Ich bin Regina, wohne in Naumburg und gehöre auch zur Ortsgemeinde Naumburg, der Adventistischen Reformierten Gemeinde. Ja, das Thema heute soll sein, wie Gott Menschen in ihrem Leben führt. Und da gleich die ganz konkrete Frage an dich. Wie hat Gott dich in der Vergangenheit in deinem Leben begleitet? Wie hat er dich geführt? Ich bin christlich erzogen worden, in einer evangelischen Gemeinde groß geworden, habe von Kindheit an so den Glauben kennengelernt, über Kindergottesdienste auch, über einen evangelischen Kindergarten. Da wurde viel vermittelt. Und ich bin dann auch in den Kirchenchor gegangen, weil mir die Musik sehr viel Spaß macht. Und da war halt das Thema Bibel und Gott, Jesus, das war immer präsent. Und wir haben dann auch unsere Kinder christlich erzogen. Ich bin dann auch ganz aktiv gewesen in der Ortsgemeinde, wo wir gewohnt haben, im Gemeindekirchenrat. Ich habe mich da auch engagiert. Also das war mir immer sehr wichtig, nah bei Gott zu sein. Und trotzdem habe ich immer wieder gesucht, habe versucht, so intensiv wie möglich mit Gott zu leben. Und das gelang mir mal besser, mal nicht so gut. Und ja, das war so, was ich bis vor 2 Jahren so erlebt habe. Und auch in Krankheitsnöten hat mir Gott beigestanden, wurde ich auch wieder gesund aus einer schwierigen Situation heraus. Also ich war da auch immer sehr dankbar, dass ich Gottes Führung spüren durfte und Gottes Beistand spüren durfte. Also für unsere Zuschauer nochmal zusammenfassend zu sagen, du hast dich in deinem Leben von Gott geführt, gefühlt. Ja. Das heißt also, Gott war immer mit dir gewesen. Ja. Da gab es nicht irgendwann mal einen Cut, wo er dann da war, sondern im Endeffekt, er war dein ganzes Leben schon bei dir gewesen. Genau. Und das ist etwas eigentlich sehr Wunderbares, wenn man erstmal das für sich selber auch sagen kann. Es ist natürlich, du hast jetzt angesprochen, du hast da noch etwas gesucht. Könntest du das vielleicht noch mal ein bisschen beschreiben für unsere Zuschauer, ja, was das im Einzelnen war, was du gesucht hast, ja, noch? Also ich habe im Leben ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe einen Beruf als Krankenschwester und Heilpraktikerin, mit denen ich sehr viel auch mit Menschen zu tun habe. Und man lernt auch viele Schicksale kennen und möchte gern helfen. Und so habe ich versucht, mein Wissen auch immer zu erweitern und hatte dann auch psychotherapeutische Erfahrungen machen können, auch schon als Krankenschwester. Und eines Tages bin ich dann hier durch Naumburg gelaufen, gerade durch die Schulstraße, und habe in der Auslage bei Müllers ein Buch gesehen, mit der Überschrift Achtsamkeit in 8 Schritten. Und das hat mich sehr angesprochen und ich habe mir dann noch die weiteren Auslagen angesehen und fand dann ein Kärtchen mit dem Angebot zu einem biblischen Gesprächskreis einmal im Monat. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist ja toll, da habe ich ja Gelegenheit, über Bibel mehr kennenzulernen und tiefer ins Gespräch zu kommen, mich auch zu beteiligen, lerne auch noch andere Christen kennen. Und habe den Austausch dann vor Ort. Und das Schöne war auch, dass es relativ nahe zu meiner Wohnung ist. Also ich kann das als fußgängerisch oder mit dem Fahrrad sehr gut erreichen. Na, wunderbar. Da habe ich mich dann auch gefreut, dass das so unkompliziert war. Na, das, ja, glaube ich. Und als ich das an dem Tag entdeckt habe in der Auslage, habe ich dann einfach geklingelt. Und dann war das so, dass wir auch schnell ins Gespräch gekommen sind, mhm, über christliche Inhalte und Glauben und wie der Lebensweg sich mit Gott entwickeln kann. Und ich habe da gleich so eine Offenheit gespürt und habe gedacht, ja, hier bin ich richtig, und wollte auch von Anfang an gern in die Gesprächsrunde zu dem Bibelkreis mitkommen. Ja, so fing das dann an, diese intensivere Zeit mit, ja, Gott. Ja. Blieb es dann bei dem Bibelgesprächskreis, der nur einmal im Monat war, wenn ich jetzt zurückfragen darf? Ja, wir haben das dann nach einer Weile dann intensiviert. Ich habe mich dann für einen Fernkurs, Bibelfernkurs und Prophetiefernkurs, mhm, einschreiben lassen, und den habe ich auch, beide sind inzwischen abgeschlossen. Du hattest erzählt, dass du Bibelfernkurse gemacht hast. Wie hast du das für dich selber erlebt, beziehungsweise was hast du darin
erfahren können? Also ich habe gerade, was die Prophetie angeht, war ich sehr erstaunt, wie nah der Lebensbezug ist. Das kannte ich also überhaupt noch nicht, dass man da so einbezogen wird im Alltag auch, dass wirklich das so nah ist, was uns jetzt widerfährt und dass das alles auch in Gottes Plan schon vorbereitet ist für uns. Also vieles oder manches hat mich auch erschreckt direkt, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet habe, dass wir so nah in der Endzeit stehen. Das hat mich teilweise richtig betroffen gemacht und umso mehr habe ich dann versucht zu verstehen, wie Gott uns darauf vorbereiten möchte, dass er ja uns nicht ängstigen möchte, sondern uns Sicherheit geben möchte. Und so verstehe ich das jetzt auch, dass wir uns vergegenwärtigen sollen, wie wir jeden Tag Gott entgegentreten. Dass es keine Beliebigkeit mehr gibt, sondern dass wir uns ganz verantwortungsvoll verhalten müssen. Und mit dieser ganzen Ernsthaftigkeit möchte ich auch weiterleben. Und es gibt also kein Abweichen mehr, sondern ich möchte da ganz bewusst dabei bleiben. Das ist schön. Ja, so habe ich dann auch den Bibelkurs mir ganz intensiv angesehen und erarbeitet. Und das Schöne ist, dass man auch Feedbacks bekommt. Also man kann auch Fragen loswerden und erfährt so praktisch auch viele Details, in die man sonst gar nicht so einsteigen kann. Weil wenn man zum Beispiel eine Predigt hört, dann ist das ein Vortrag und der ist dann vorbei. Und meine Fragen, die wäre ich dann erstmal gar nicht los. Aber in dem Bibelfernkurs wird das richtig aufgenommen und man hat dann ja neue Erkenntnisse über das Thema noch hinaus oder was das Thema auch so am Rande nur tangiert, was einem aber ja auch, ja, oder was mir auch teilweise sehr, sehr wichtig war. Also hast du gute Erfahrungen mit dem Bibelfernkurs gemacht? Du hast es ja beide zwischenzeitlich jetzt abgeschlossen. Genau. Und würdest du das auch jemandem weiterempfehlen? Ja, auf alle Fälle. Auf jeden Fall, weil es hat so einen direkten Lebensbezug. Es gibt jetzt so nach meiner Erfahrung, wie ich die Bibel jetzt kennenlernen durfte, nichts, was nicht ein Lebensbezug schon in der Bibel vorgegeben ist. Und man findet Antworten, die man sich eigentlich nur erträumen kann. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und das ist das Schöne, dass man immer wieder darauf gestoßen wird, auf viele Fragen, die einem da begegnen und es gehen einem wirklich die Augen auch auf und das Herz natürlich auch. Das ist schön, das ist schön. Also, liebe Zuschauer, ich möchte euch ermutigen, dort vielleicht auch mal wieder einen Bibelfernkurs zu machen. Vielleicht habt ihr schon mal einen gemacht und sagt, ja, das kenne ich ja alles schon, aber ich denke, die Bibel enthält für uns immer wieder auch neue Aspekte. Wir können in den Versen auch wieder neue Dinge für uns selber entdecken und für die, die es noch nicht gemacht haben, wir werden dann auch noch einen Hinweis darauf machen, wo ihr diesen bestellen könnt. Also doch sehr empfehlenswert, uns jetzt mal so das Prädikat zu vergeben. Auf jeden Fall. Ja, da gibt es ja dann auch noch einen Gesundheitskurs dazu, der nicht ganz so umfangreich ist. Und auch wer Kinder hat, wir haben da auch einen Kinderbibelfangkurs mit ein paar Briefen. Was natürlich bei dir jetzt weniger interessant ist, aber ich denke, für die Leute, für Familien könnte das auch schon mal von Interesse mit sein. Ja, wie hast du jetzt weiter noch in deinem Leben die Führung Gottes für dich erfahren dürfen? Du hast ja vor uns gesagt, dass du christlich aufgewachsen bist. Du warst in der evangelischen Kirche gewesen, warst dort auch zeitweise sehr aktiv und hast aber trotzdem, wenn ich dich richtig verstanden habe, noch nach etwas gesucht. Was war das? Ich habe gesucht, wie Gott mir richtig als Person nahestehen kann. Also ich habe viele Bibelinhalte schon gekannt von Kindheit auf und bin mit vielen Geschichten aufgewachsen. Aber so dieser persönliche Bezug, der hat mir weitestgehend gefehlt. Also das war manchmal, wenn ich vielleicht sehr niedergeschlagen war, dann habe ich noch intensiver gesucht als sonst. Und dann war auch ein Gefühl immer davon, ich bin angenommen und trotzdem ist mir dann diese Nähe immer wieder auch abhanden gekommen. Und jetzt möchte ich da, dass keinen Tag mehr missen, dass ich
direkt weiß, ja, früh, wenn ich aufwache, ist Gott da, den ganzen Tag über ist er bei mir, wenn ich schlafen gehe, ist er da und bewacht mich. Also in jeder Lebenssituation ist er da. Und selbst wenn ich mich schwach fühle, ist er meine Stärke und mein Halt. Und ich muss mir da keine Gedanken machen, ob ich mit bestimmten Situationen zurechtkomme, ob ich habe mich dann manchmal auch nicht gut genug gefühlt. Und mein Selbstvertrauen war dann sehr klein. Ich habe mir dann manche Aufgaben auch nicht zugetraut. Aber jetzt weiß ich, dass Gott wirklich meine Stärke ist und dass er mir auch die Kraft gibt, das zu tun, was er mir in den Weg legt, was er mir aufträgt. Und das möchte ich dann auch gern tun für ihn. Ich möchte ihm gern was wiedergeben von der großen Liebe, die er uns schenkt. Da gibt es auch einen sehr guten Bibelvers dazu, dass die Kraft Gottes in den Schwachen mächtig ist. Hast du das selber schon erfahren dürfen? Ja, also ich bin dann auch krank geworden und hatte große Nöte, habe mich auch aber trotzdem durch das Gebet immer wieder an Gott festgehalten und habe gesagt, ja, ich weiß, dass du da bist und dass du mich bewachst und dass du mich beschützt. Und so bin ich dann auch immer wieder durchgekommen durch diese Nöte und habe auch Fürbitte erleben dürfen, was auch ganz schön ist, wenn man da... Auch wichtig. Genau. Auch sehr wichtig. Ne? Genau. Wie hast du in deinem Leben die Führung Gottes auch weiterhin noch verspüren dürfen? Ich habe auch die Krankensalbung bekommen nach Jakobus 5. Und das hat mir auch sehr viel Kraft gegeben, zu wissen, da sind Glaubensgeschwister, die sich mir direkt zuwenden und die selber ganz viel Glaubenserfahrung schon machen durften und Menschen begleiten durften. Und dass Gott auch für jeden Menschen so eine besondere Zuwendung zur Verfügung stellt, das fand ich auch sehr, sehr schön. Und bin auch dankbar dafür, dass die Geschwister sich dafür die Zeit genommen haben, auch mich so zu behandeln. Also es war schon eine große Erfahrung auch für dich gewesen. Ja. Zu dem Zeitpunkt und die Ursache war ja dafür auch eine Erkrankung deinerseits, worum du dann auch die Gemeinde gebeten hattest, was dann auch gemacht wurde. Und konntest du die Hilfe Gottes in deinem Leben auch verspüren, die uns ja durch diese Krankensalbung auch zugesagt wird? Ja, also dadurch, dass ich dann immer auch gebetet habe und immer wieder auch zu Gott gerufen habe, war das so, dass ich die Nähe gespürt habe und dass ich auch das Wissen hatte, ja, Gott ist da, egal wie es sich anfühlt. Also, dass ich nicht nur auf mein Gefühl achte, sondern dass ich das Wissen habe, Gott steht mir bei und Gott beschützt mich und Gott ist mein Halt und Gott führt mich, egal wie es jetzt gerade aussieht. Es kann manchmal völlig dunkel sein und trotzdem, wie bei einem Regenbogen, der über einem dunklen Himmel steht, ist Gott da. Da ist Verbindung da und da ist ja unser Halt auch. Apropos Regenbogen, heute hast du ja selber schon einen erleben dürfen. Genau, heute früh. Und das war bestimmt auch ein sehr schönes Erlebnis, einen Tag mit einem Regenbogen zu beginnen. Ja, das ist immer wieder der Hinweis, Gott ist da, da ist die Verbindung gegeben, der Bund zwischen den Menschen und Gott. Und deswegen liebe ich die Regenbogen natürlich auch besonders. Das glaube ich. Und sieht auch sehr schön aus. Ja. Davon ab, ja. Einmal intensiver, mal nicht so intensiv, aber immer trotzdem die Zusage Gottes für uns Menschen, ja. Er will bei uns sein. Ja, letztes Jahr war ja auch noch ein Ereignis gewesen, was doch für dich auch sehr bedeutend war, beziehungsweise wie, beschreib mal unseren Zuschauern ganz kurz, wie hast du das für dich selber erlebt, beziehungsweise wie war der Weg dahin gewesen? Es war ja so, durch die vielen Kontakte, die ich dann mit den Glaubensgeschwistern hatte, war dann auch eine enge Verbindung entstanden untereinander und auch die Gewissheit, dass wir bei Gott geborgen sind und dass wir ja viel Nähe haben, dass wir uns auf Gottes Hilfe jeden Tag verlassen können. Und ich wollte das für mich nochmal ganz bestätigen. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, mich auch taufen zu lassen. Nochmal, ich bin ja zwar als Kind getauft worden, ich hatte damals auch einen sehr schönen Taufspruch bekommen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und wollte aber, also bin auch konfirmiert worden und jetzt wollte ich aber gerne Gott auch so ganz
nah bei mir als meinen persönlichen Gott haben. Und dass die Taufe da ein richtiger Weg ist, nochmal sich zu entscheiden, auf Gott zuzugehen und Gott zu suchen, das hat mich gefreut, dass ich da nochmal die Gelegenheit bekommen habe. Ja, das glaube ich. Also hast du im Endeffekt jetzt nicht so die Diskrepanz empfunden, ja, als Kind wurdest du schon mal getauft, jetzt lässt du dich nochmal taufen, ist ja doch eine Entscheidung, die Tragweite mit sich bringt. Und diese Tragweite, die tut sich auf verschiedenen Ebenen auch ausdrücken. Zum einen, wie war für dich die Taufe letztes Jahr gewesen? Hast du das Empfinden gehabt, dass du in dem Moment wirklich das Richtige vor Gott und den Menschen machst? Ja, das war meine absolute Überzeugung, dass das Richtige ist. Und auch so der Taufakt an sich, der hat ja auch diese Bedeutung, das Alte wird abgewaschen und wir kommen in ein neues Leben hinein. Und das habe ich dann auch so für mich so annehmen können, dass jetzt nochmal ein neues Leben für mich beginnt, mit ganz viel Nähe zu Gott. Und diese Heiligkeit, die möchte in mir wachsen, das war mir ganz wichtig. Und deswegen habe ich mich sehr über die Taufe gefreut und bis heute auch. Und ich habe auch einen sehr schönen Taufspruch mir aussuchen dürfen. Ja, ich lese den noch vor. Ne? Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Ja, und mit Gottes Geist fühle ich mich jeden Tag bereichert und jeden Tag ausgestattet mit Kraft und mit Mut und mit Freude, dass ich den Weg gehen darf zu Christus und mit Christus. Und das, ja, und dadurch war die Taufe für mich nochmal was ganz Besonderes. Das glaube ich. Wie haben da verschiedene Leute drauf reagiert? Du hast ja bestimmt auch vorher schon in der Kirche Bekanntschaften, Freundschaften gehabt oder auch andere Leute. Wie haben die auf diese Taufe reagiert? Das war sehr unterschiedlich. Also ich habe mich sehr gefreut über meine Familie. Das glaube ich. Meine drei Kinder, die haben das akzeptiert. Mein geschiedener Mann hat das akzeptiert. Und es kamen keine unangenehmen Fragen. Im Gegenteil, also so der Tenor war, das wird dir gut tun, wenn du da so überzeugt bist. Und dann ist es auch richtig. Und das Schöne war, dass einer meiner Söhne auch daran teilnehmen konnte. Er hat sich da extra freigenommen und ist von weit her angereist. Und da war ich richtig glücklich, wenn man dann so aus der Familie jemanden mit dabei haben kann in dieser herrlichen Atmosphäre. Ja, das war ja auch ein sehr schöner Tag. Das war ein sehr schöner Tag. Wir haben das Tag, Ende September gemacht. Ja. Das Wetter war wirklich sehr, sehr schön gewesen. Die Saale war auch friedlich. War sehr friedlich gewesen, richtig. Und wir hatten wirklich Freude an dem Tag, sehr, sehr viel. Ja. Und interessanterweise, du wurdest ja unterhalb des Himmelreiches getauft. Genau, das ist was eigentlich, ihr werdet sagen, ja, was soll das? Es gibt bei uns in Saaleck wirklich einen Ort, der nennt sich Himmelreich. Und da drunter an der Stelle wurdest du getauft. Genau, also das war so ein richtiger Fingerzeig. Also das hat mich dann so richtig berührt auch. Das glaube ich. Die Reaktion, die war jetzt nicht immer so positiv wie bei meiner Familie. Also ich habe zum Beispiel leider eine sehr liebe Freundin bis jetzt keinen Kontakt mehr durch durch die Ankündigung, dass ich mich taufen lassen wollte. Ich war da sehr enttäuscht und bin auch heute noch traurig, weil ich da mehr Toleranz erwartet habe. Das ist eine Pfarrfrau, eine evangelische Pfarrfrau, und ich habe wirklich gedacht, dass sie da Verständnis aufbringen kann. Aber dem ist eben leider nicht so bis heute. Ich weiß nicht, wie es Gott noch führt. Ich würde mir natürlich sehr wünschen, dass das Verhältnis wieder in Ordnung kommt, dass wir wieder eine Beziehung haben können, weil wir auch sehr viel gemeinsam schon erlebt haben, Schönes und auch Schweres. Und mir würde sehr daran liegen, dass wir da wieder zusammenkommen können. Andere Freundinnen, die waren sehr erstaunt, dass ich mich nun nochmal taufen lasse. Und ich bin ja auch aus der evangelischen Kirche ausgetreten und jetzt zu einer anderen Glaubensgemeinschaft gekommen. Also da war erstmal großes Erstaunen, aber auch Verständnis. Also so der Tenor, ja, wie auch bei meiner Familie, wenn du dich so entscheidest, dann ist es gut. Und dann wollen wir auch, dass es dir gut geht, und das wird dann akzeptiert. Also da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass Gott das so führt. Das ist schön. Aber die Sache mit deiner Freundin, die kannst du auch in Gottes Hände legen. Ja.
dass, wenn Gott es fügt, es vielleicht doch wieder eine Verbindung entsteht und ihr auch Kontakt wieder zueinander findet. Ja, das hoffe ich auch. Legst du in die Hände. Na, ja. Wie ist das für dich so gewesen vorher? Du kommst ja aus der evangelischen Kirche, bist du sonntags immer im Gottesdienst gegangen. Jetzt ist es Sabbats, ja, vierte Gebot, was dir ja auch mittlerweile sehr gut bekannt ist, ja. Was man im Endeffekt, wie wir den Sabbattag denken sollen. Wie hast du das für dich selber empfunden, beziehungsweise wie kommst du mit der Umsetzung zurecht? Also mir ist das sehr einleuchtend, dass das Sabbatgebot ein sehr wichtiges Gebot ist. Und dass es wie alle anderen Gebote eben auch nicht übertreten werden soll. Und als ich erfahren habe, welchen Stellenwert dem beigemessen wird in der Bibel, habe ich mich dann ohne weiteres dafür auch entscheiden können, dass ich das auch so halten möchte. Der Sabbat eben, alles was ich davor an Arbeit erledigen kann, das tue ich davor und was danach erledigt werden kann, tue ich danach, aber eben nicht an diesem Tag. Und ich möchte da nur Zeit für Gott haben und die Heiligkeit spüren können und das seine Liebe aufnehmen können und auch weitergeben. Und deswegen konnte ich mich da sehr gut umstellen. Und es ist für mich auch was Besonderes, dass ich dann am Sonntag nicht gleich wieder wie an einem Montag in meinen normalen, sag ich mal, Alltagstrott hineinfallen muss, sondern dass da noch so eine Atempause gewährt wird, dass der Sabbat noch nachklingen kann am Sonntag, weil dann in aller Regel es doch in der allgemeinen Bevölkerung auch ruhiger zugeht. Und ich nehme auch noch teilweise an Gottesdiensten teil, um meine Kontakte und Freundschaften noch aufrechterhalten zu können, die ich bisher habe und auch weiter habe, auch durch einen Chor, in dem ich mitsinge. Und da freue ich mich, dass ich so die Möglichkeit auch parallel noch habe, Menschen zu treffen, die mit Jesus gehen wollen, die mit Gott ja im Bund sind, und das verstärkt auch nochmal meine Glaubenshaltung und meine Freude. Wo du im Endeffekt auch für andere ein Beispiel sein kannst. Ja, Dass du trotzdem im Endeffekt nicht alle Kontakte abbrichst, sondern auch Kontakte noch mit beibehältst und dort auch dein Glauben durch dein Leben an andere mit vermittelst. Du handelst im Endeffekt so, wie der Bruder Krause es immer gesagt hatte, was wir bis Freitagabend erledigen sollen, sollen wir tun. Was wir nach Sabbatende machen können, das sollen wir bis danach machen. Der Sabbat selber soll wirklich nur für die nötigsten Dinge da sein. Also wie Jesus es auch sagt, wenn ein Schaf in die Grube fallen würde, würden wir es auch am Sabbat herausholen. Heute würde man vielleicht andere Beispiele dafür nehmen, aber ich hoffe, ihr Zuschauer, ihr versteht, was ich damit sagen möchte, dass wir wirklich die Wertigkeit des Tages richtig beachten, aber auch für uns selber richtig einzusortieren, ist ganz, ganz wichtig. Die Führung Gottes, verspürst du sie noch weiterhin in deinem Leben? Ja, jeden Tag. Also es fängt mit einem Regenbogen am Morgen an. Wie heute zum Beispiel? Dass ich da aufmerksam werde. Und das Schöne ist auch, dass wir in den Gebetsgemeinschaften, die wir jetzt im Gesprächskreis auch haben, noch auch näher aneinander zusammengewachsen sind und dass wir uns gegenseitig auch stärken im Glauben und in der Gemeinschaft mit Gott. Und dadurch habe ich es auch leicht, weil es ist auch räumlich relativ nah zu meinem Zuhause. Und das, was wir dort in der Gemeinschaft an Lebenserfahrung machen können, ist für mich auch noch in einem größeren Rahmen eigentlich zu sehen, weil ich finde, wenn wir lernen, mit Gottes Hilfe untereinander ein gutes Verhältnis aufzubauen, lernen wir da auch in den Umgang besser hineinzukommen mit anderen Menschen, die uns nicht so nah sind oder mit denen wir vielleicht direkt auch mal Schwierigkeiten haben, dass wir da das Verzeihen lernen, das Vergeben lernen und dann auch wissen dürfen, dass uns vergeben wird durch Gott. Richtig. Und da bin ich sehr dankbar dafür, für diese Lernmöglichkeit und für dieses Aufgehobensein. Genau. Das hilft mir jeden Tag. Genau. Du hattest ja auch am Anfang von dem monatlichen Gesprächskreis gesprochen, christlichen Gesprächskreis. Mittlerweile hat sich da etwas verändert. Erzählst du vielleicht mal ganz kurz, wie wir es zurzeit auch machen, jetzt in Corona-Zeiten? Wir treffen uns jetzt per Skype zweimal in der Woche zu einem Bibelthema. Das ist sehr unterschiedlich. Im Moment haben wir sehr viel über Gleichnisse gesprochen, also sehr viele Gleichnisse schon uns angeschaut und da gelernt, wie Jesus den Menschen
ja, die Heiligkeit nahebringen will, dass wie Gott den Menschen sehen möchte, wie er leben soll, was er uns für Hilfen gibt, worauf wir achten sollen. Und das ist schön, dass wir da auch wieder die Gemeinschaft spüren können, uns gegenseitig austauschen können. Jeder hat auch unterschiedliche Erfahrungen gemacht, weil die Glaubenswege schon sehr unterschiedlich gelaufen sind. Das ist richtig. Und die Geschwister können da auch dazu beisteuern, jeder, was er gerade erlebt hat oder was er vor langer Zeit schon für Glaubenserfahrungen machen konnte. Richtig, richtig. Ja. Und das ist ja auch die Hoffnung, die uns Jesus geben möchte, den Ausblick auf eine ewige Zukunft mit ihm, mit Gott, ja, die auch in den Gleichnissen sich immer wieder widerspiegelt. Wir hatten gerade jetzt vor kurzem das Gleichnis gehabt mit den 10 Klugen und mit den 5 Klugen und den 5 törichten Jungfrauen. Es sind insgesamt 10, entschuldigt. Und dass dort eigentlich auch die Hoffnung ist, dass wir einmal mit Jesus zu dem Hochzeitsmahl gemeinsam hineingehen können. Wenn wir unsere Lampen voll genug halten, wenn wir unseren Glauben ausleben, so wie wir es für uns verstehen, wie uns die Bibel auch darin zeigt, wie wir es tun sollen, dass wir es in rechter Weise auch umsetzen können in unserem Leben. Ja. Und da denke ich, ist es ganz wichtig, auch Kontakt zu behalten, auch jetzt in Corona-Zeiten, dass wir nicht alleine sind, dass wir uns auch nicht alleine irgendwo, ja, beschäftigen müssen, sondern dass wir auch trotzdem zusammenkommen. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, diesen Kontakt, auch wenn es nur über Skype ist, aber wir haben Gemeinschaft. Und der Geist Gottes ist nicht nur an einen Ort gebunden, der ist überall, wo jeder von uns ist. Ja. Und wir haben da wirklich einige Leute, die da immer zusammenkommen. Und ich bin auch wieder auch sehr dankbar für diese Zusammenkünfte als solches. Ja, hast du sonst noch einen Ratschlag, den du vielleicht unseren Zuschauern auch mitgeben kannst? Ein ganz persönlicher Ratschlag? Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Beten ganz wichtig ist, auch wenn man sich ganz weit unten fühlt und kaum noch Kraft hat, manchmal durch besondere Umstände. Aber das Beten, das kann uns immer wieder den Mut auch zurückbringen, nach vorwärts zu schauen, eben bis in die Ewigkeit zu schauen und die Gewissheit im Herzen zu haben, ja, Gott ist da und er ist bis in Ewigkeit da und er nimmt mich mit. Er hat mich angenommen und nimmt mich mit in die Ewigkeit. Genau, Dankeschön, Dankeschön. Ich möchte euch auch alle ermutigen, Dinge zu überdenken, euren Glauben zu überprüfen, zu sehen, wo Gott in eurem Leben wirkt, wo er euch begleitet, wo er euch auch manchmal kleine Hinweise gibt. Ich erinnere gerade jetzt, wie du das hier im Schaufenster gesehen hast. Unsere Straße ist nicht so besonders, aber du bist durchgegangen und da bist du aufmerksam geworden. Und das sind auch immer wieder Zeichen in unserem Leben, die wir für uns selber auch annehmen dürfen, wo wir auch wissen dürfen, Gott möchte uns etwas zeigen, etwas sagen. Und so möchte ich euch ermutigen, das weiterhin auch zu tun, im Gebet zu bleiben, auch füreinander und damit auch den Willen Gottes erfüllen. Gott segne euch alle. Ich wünsche euch alle eine weiterhin gesegnete Zeit. Amen.